Hallo liebe Kochfreunde, herzlich willkommen bei Kochen mit Kopf. Und heute möchte ich einmal euch meinen neuen Küchenfreund vorstellen, den Cookit. Ich bin schon ganz gespannt darauf und ich lasse euch an meinem Auspackerlebnis natürlich mit dran teilhaben und zeige euch mal, was uns jetzt so erwarten wird. Ihr Lieben, ich habe euch jetzt das ganze Zubehörset jetzt noch mal hier aufgetischt, beziehungsweise so findet ihr das Ganze vor, wenn ihr den Karton schön aufmacht. Und ich finde ja schon, das spricht total gut an. Ich mag es ja immer so freundlich verpackt und mit viel Emotionen. Und also ich kriege hier richtig Lust, damit zu arbeiten und zu kochen. Die perfekte Ergänzung zu AMC. Und ja, werde jetzt mal weiter auspacken und euch mit auf die Entdeckungstour nehmen. Nehme ich das Kochbuch einmal wieder raus. So. Und jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich das Dampfgarzubehör. Das ist vermutlich der Deckel. Ich zeige euch erstmal die großen Sachen und dann gucke ich rein und zeige euch die kleinen Sachen. Aha, das ist wahrscheinlich zum Dampfgaren und Dämpfen der Aufsatz. Fühlt sich auch stabil an und riecht gar nicht nach Plaste, also alles sehr gut. Ja, das Ganze passt auch schon schön so zusammen. Und jetzt ist hier wahrscheinlich noch mal entweder ein Einsatz oder zum Draufsetzen. Das werde ich dann bei den Rezepten ausprobieren und werde euch sowieso berichten. Ich nehme mal an, das ist wie beim Mitbewerber ähnlich. Auch so ein Aufsatz zum Gemüsedämpfen mit Einsatz. Was mir hier gleich auffällt, das ist halt deutlich größer bzw. auch mehr Platz. Sie schreiben ja, man kann so bis zu 8 Personen bekochen mit dem Cookit. Und ich bin schon sehr gespannt, ja, was hier rauskommt an Leckereien. So, dann habe ich hier den Spatel. Ja, macht auch einen guten. Also ich kann jetzt noch nichts anderes dazu sagen. Hier hatte wie noch mal so eine kleine Beschichtung drauf. Wahrscheinlich damit nichts kleben bleibt oder werde ich dann alles mal genau nachlesen. Es ist ja alles gut beschrieben. Habe hier viel zu lesen. Und die ganze Gebrauchsanleitung. Ah, das ist ein Zettelchen, wie ich mit der Home Connect App arbeite. Ich habe jetzt auch schon eine Kaffeemaschine und Waschmaschine. Wir arbeiten schon länger mit der Home Connect App. Und das macht wirklich Spaß und bin jetzt schon riesig gespannt drauf, wie das Ganze dann mit dem Cookit funktioniert. Ah, hier haben sie wahrscheinlich noch so ein kleines Giveaway. Ich denke mal, wenn man Marmeladen macht oder was eingemacht ist, dass man hier auch das schön beschriften kann. Okay, und jetzt kommt das weitere Zubehör. Jetzt sind die Scheiben dran. Achtung, scharf. Edelstahl, ist auch bedruckt. Ah, hier sind die Seiten. Einmal für dünn und einmal für dick. Also die kann man wahrscheinlich auf beiden Seiten nutzen. Und je nachdem, wie dick jetzt, mir fällt spontan Kartoffeln schneiden bzw. oder auch Gurkensalat ein, kann man das hier bestimmen. Okay, toll. Gucken wir mal weiter. Das ist der Raspeleinsatz. Hier haben wir auch wieder grob und wir haben fein. Also es ist wirklich sofort, wenn man das sieht, verstehe ich das auch, was sie damit meinen. Gerade weil es halt hier auch schön bedruckt ist und man sieht das ja auch, in welche Richtung man das dann einlegt. Dann geht es weiter. Was Langes, Schmales. Ich nehme mal an, das ist
was zum Aufsetzen. Schaut mal, wir haben hier einmal Arretierung, wie ein Puzzle. Klappt super. So, jetzt. Davon habe ich auch schon so viel gesehen. Ich freue mich schon auf die Schlagcreme. Und auf selber gemachte Waffeln. Das ist dieser doppelte Besen, der Zwillingsrührbesen. Macht auf jeden Fall alles auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Hier ist halt auch noch mal so ein kleiner Aufdruck drauf. Und ja, was ich schon, ich habe mich schon mal informiert, kurz vorher gehört habe, dass auch tatsächlich dieser Löffel auch gleichzeitig dazu dient, dass wir die verschiedenen Gerätschaften in den Topf austauschen können. Also, da hat jemand mitgedacht. Jetzt geht's weiter. Okay, das ist dieser 3D-Rühreinsatz. Ja, der 3D-Rührer. Und das ist ja auch ganz interessant, das Teil. Das heißt, wenn der sich dreht, dann schlägt er wahrscheinlich die Speisen schonend hier hoch. Und hier geht es dann über einen anderen Arm wieder runter, so dass wir wahrscheinlich auch hier sehr gut alles miteinander vermengen können und das nicht zu stark zerkleinern. Gehe ich mal davon aus. okay. Also das ist das Universalmesser hier mit einem Messerschutz. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht hier so dran rumfummeln. Funktioniert. Recht einfach, aber passt bitte bloß auf eure Finger auf. Die sieht nämlich sehr, sehr scharf aus. Und hier steht auch drauf, Solingen made in Germany und Edelstahl. Sehr toll. Das sieht auch recht gewaltig aus, aber wenn ich dann auch gleich den Topf auspacke, der Topf hat ja eine Größe von 3 Litern. Und da muss ja auch ordentlich was zerkleinert werden. So, der Cookit ist jetzt ausgepackt und ich zeige euch auch jetzt mal so ein bisschen, wie man den auseinander nimmt. Also was ich schon jetzt festgestellt habe, ist, der lässt sich sehr einfach rausnehmen. Der Topf ist ja, hat ein gutes Gewicht, hat auch 3 Liter und hier ist ja auch ordentlich Technik mit drin verbaut. So, jetzt sehen wir einmal hier den Cookit. Alles hübsch, ein ganz tolles Display, das Markenzeichen. Und bin schon sehr gespannt, wenn ich dann den an den Strom mache. Doch jetzt experimentiere ich jetzt mal etwas und werde mal den Topf hier reinsetzen. Ihr seht, der hat auch gut, rastet auch super schnell und gut ein. Und der hat auch hier so leicht gummierte Griffe, damit man sich auch nicht die Hände verbrennt. Und es ist auch noch genügend Platz von meinen Fingern zu dem dann wahrscheinlich später mal heißeren Topf. Und jetzt schaue ich mal, was das hier alles für Zeichen sind. Ist alles ganz einfach mit Symbolen erklärt. Das heißt, wir haben hier ein offenes Schloss und ein zues Schloss. Bedeutet wieder für mich offen einmal in die Richtung und ihr habt es jetzt auch gerade schon gesehen, es hebt sich hier sofort ab und ich kann den Deckel bzw. das Sichtfenster auch gut rausnehmen. Jetzt schau ich mal. Ah, das ist ein kleiner Messbecher. Hier haben wir auch ganz gut erklärt, 25 Milliliter, 50, 75. Also hier ist auch ganz normale Maßeinheit mit drin und können wahrscheinlich, wenn wir den hier so drauf machen, verschließen. Ah, jetzt ist er eingerastet und dann wahrscheinlich hier auch, wenn man jetzt Mayonnaise macht, was dazu gießen, beziehungsweise auch tröpfchenweise diverse Zutaten dazu geben. Und jetzt schauen wir mal weiter rein und da habe ich jetzt hier noch ein Sieb drin. Ein Sieb, was nicht rausgeht. Wir haben hier wieder die Symbole, ein Schloss. Ein geschlossenes Schloss, ein offenes Schloss und hier ist wie so ein kleiner Besen oder eine Bürste. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Aha, das ist halt jetzt der Deckel.
zum Auf- und Zumachen. Und hier ist nochmal ein Einsatz drin. Werde dann auch mal genauer die Bedienungsanleitung durchforsten und dann kann ich euch auch während die nächsten Videos dann wahrscheinlich mit dem Cookit kommen, erklären, wofür die verschiedenen Einsätze sind. Hier drin in dem Topf sehe ich jetzt auch schon ganz einfach wieder eine Einheit mit 1 Liter, 2 Liter und 3 Liter. Hier ist auch ganz deutlich gekennzeichnet der maximale Füllwert, also wie voll wahrscheinlich der Topf auch gemacht werden darf. Und hier unten ist noch so ein Symbol, das sieht so ein bisschen aus wie ein Dampfsymbol. Rein intuitiv würde ich jetzt sagen, man füllt das Wasser bis zu dem Strich und dann wird das wahrscheinlich auch hier so mit reinpassen, damit man auch mehrere Speisen dämpfen kann. Sehr cool gemacht. Und jetzt gucke ich mir das nochmal an mit der Bürste hier. Schaut mal, den Ring kann man schön abnehmen und hier wird es einfach rausgemacht. Hier ist noch so eine Gummidichtung mit dabei, also hier ist auch noch ein Gummiring, das fühlt sich gummiert an. Und hier haben wir jetzt ein Zeichen drauf, Geschirrspüler geeignet. Haben wir hier auch. Also das kann ich auch alles in den Geschirrspüler geben. Und hier ist auch gut gekennzeichnet, wie wir das Ganze wieder reinsetzen. Gummilippe und das ist wahrscheinlich hier der Aufsatz. So. Und jetzt werde ich das Ganze wieder verschließen und er ist fest. Was habe ich noch? Wir haben hier noch eine, das ist wie eine Presse. Schaut mal, können wir hier draufsetzen und auch wieder ganz einfach per Symbol mit dem offenen Schloss und dem geschlossenen Schloss. Und der rastet auch ein, da wo er einrasten sollte. Aha, jetzt habe ich es. Und da kann man vermutlich, werden dann hier die Scheiben mit eingesetzt, die raspeln. Und man kann die Gurke raspeln, Möhren raspeln, Kartoffeln raspeln. Oh, grüne Glitzer, Kartoffelpuffer. Und ja, jetzt gucke ich noch einmal, wie ich das wieder hier aufkriege. Okay. Und schau mal, wie wir hier zum Beispiel den Rührbesen einsetzen. Also die Technik habe ich schon mal gut verstanden. Jetzt haben wir hier den Zwillingsrührbesen. Einmal klicken und er sitzt drauf. Und die hole ich ihn einfach wieder rausziehen. Easy. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kuchenteig einmache, entweder mit dem 3D-Rührer oder halt was Weicheres oder was Fluffigeres mit dem Rührbesen, dann kann ich theoretisch ohne mir die Finger dreckig zu machen, das auch gleich austauschen und ausholen. Toll! Jetzt will ich einmal noch schauen, wie der 3D-Besen hier drin aussieht. Also es wird einfach alles nur reingeklickt. Guck mal hier nochmal. Aha, also dieses kleine Stäbchen, die Halterung für die Raspeln, wird hier auch angesetzt mit einem leichten Druck und rastet dann ein. Hier ist wie so eine kleine Feder mit eingebaut. Und ich kann raspeln. Mama. Toll. Mal verschließen. Easy. Jetzt zeige ich euch noch mal, wie wir hier den Aufsatz draufsetzen. Klappe den wieder hoch, nehme meine Scheibe wieder raus, ziehe den einfach ab
Und jetzt habe ich hier, ja, setze den mal ein. Also der hängt hier sozusagen richtig drin. Autsch. So, der Deckel muss runter. Der Deckel muss runter. Und jetzt habe ich hier nochmal den Aufsatz, diesen Dämpfer, Dampfaufsatz. Also der passt jetzt so hier nicht drauf. Muss ich mal gucken. Wie das Ganze funktioniert. Ob der dann bloß so draufgesetzt wird. Ja, wahrscheinlich. Und hier haben wir dann ja, den Dampfaufsatz zum Dämpfen. Was ja auch wichtig ist für die gesunde Ernährung, weil wir ja hier auch dann im optimalen Garbereich liegen. Nicht über die 100 Grad kommen. Das kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos, dass ich euch was bisschen über das Dämpfen erzählt habe. Was der Vorteil davon ist, dass wir da ja auch, wenn wir unter 100 Grad bleiben, die ganzen gesunden Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe mit in der Speise enthalten bleiben. Ja, das war jetzt meine Kurzvorstellung von dem Cook-It. Ich habe ihn jetzt ausgepackt, bin schon riesig gespannt auf das erste Gericht. Also ich habe schon einen Plan, einen Kuchen zu backen, ein Brot zu backen, natürlich im Topf, bei Kochen mit Kopf. Und ja, dann halte ich euch selbstverständlich auf den Laufenden. Schaut immer wieder rein. Ich freue mich über einen Daumen von euch. Vergesst nicht, mich kostenlos zu abonnieren. Dann erfahrt ihr auch immer gleich, wann die neuesten Videos von mir da sind. Und dann würde ich sagen, bis bald, eure Flora. Tschüss! Wenn ihr auch gern einmal leckere Rezepte bei einem Live-Kochen erleben möchtet, dann schaut auf kochenmitkopf.de vorbei und meldet euch bei einem der nächsten Termine an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert hier oben kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein Video mehr verpasst. Und hier unten geht's zu einem weiteren leckeren Gericht zum Nachkochen. Also viel Spaß dabei und lasst es euch schmecken!